Ich darf hier nach mich komplett waschen gehen, Mann. Geld zugeschickt, nichts mehr von dem gehört. Ich so der dumme mich abgezogen. Ist einfach gar nicht vorhanden. Wer auch immer bei Kawasaki die Schrauben reingedreht hat. Bro, an der Stelle einfach danke, dass du die zuballerst, als ob man die nie wieder öffnen soll, Digga. Guten Morgen, YouTube. Wie geht es euch an diesem wunderschönen Tag? Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Es ist einfach geil. Was machen wir heute? Es ist viel zu früh. Es ist 9 Uhr morgens. Ich muss zur Arbeit. Deswegen fahren wir einfach schnell über den Ring. Warum nehme ich jetzt ein Video auf? Seht ihr dieses saugeile Wetter, was gerade ist? Das ist seit einer Woche so. Heute ist der letzte Tag, wo ich ein Video aufnehmen kann. Deswegen nehme ich es jetzt auf. Hey, wir sind aber schon lange nicht mehr gemeinsam durch den Regen gefahren. Digga, jetzt fehlt es noch, dass die GoPro auch kaputt geht wegen dem Regen. Weil toller Media-Mod ist ja nicht mehr wasserdicht. Nachdem das letzte Video ja abgebrochen ist, weil der Akku nicht so lange gehalten hat. Weil ich hatte irgendwie nur 50% Akku, als ich die GoPro gestartet habe. So, what the f***. Aber diesmal ist sie voll. Ich habe sie die ganze Nacht über aufladen lassen. Ich bin voll energetisch. Was bist du, Digga? Ich bin voll energetisch gerade. Will ich hinter einem LKW starten? Nein. Ich will hinter niemanden starten. Boah, Bruder, die Schuhe darf ich auch safe direkt bei der Arbeit ausziehen. Die sind jetzt schon komplett durchnässt, Mann. Ich hoffe sehr, dass ihr diese Regentropfen seht. Ich werde versuchen, reinzuzoomen. Vielleicht sieht man es ja. Also noch schifft es nicht, aber es regnet. Es regnet mehr als genug. Ich darf hier nach mich komplett waschen gehen, Mann. Die GoPro sieht wahrscheinlich schon gar nichts mehr. Es tut mir leid, YouTube, wenn ihr nichts seht. So. Sollte ich vielleicht mal sauber machen? Seht ihr jetzt mehr oder habe ich schlimmer gemacht? Naja, egal. Es gibt eh nichts viel zu sehen auf dem Ring. So, da fährt man halt im Kreis und das war's. Der Unfallschaden, bei dem waren wir stehen geblieben. Ich habe ihn jetzt beseitigt. Erstmal, bis das Teil angekommen ist. Ich habe safe 2 Wochen auf dieses Teil gewartet. Das Bremspedal halt alles. Weil es ist ja ein ganzes Konstrukt. Ich dachte, ich kann mir nur das Bremspedal kaufen und fertig. Nee, das ist ein komplettes Ding. 2 Wochen habe ich darauf gewartet. Ich dachte, der hat mich gescampt, Digga. Ich schätze mal, ich bin einfach viel zu gutmütig. Weil nur auf eBay Kleinanzeigen war zwar ein größerer Shop, aber es ist halt immer noch eBay Kleinanzeigen. Ne? Ich habe gesagt, ich nehme das Ding, kann ich dir das Geld per Banküberweisung schicken und fertig. Mein PayPal geht nicht. Geld zugeschickt, nichts mehr von dem gehört. Ich so der dumme mich abgezogen. Und dann auf einmal random nach 2 Wochen der kommt ein Paket für mich an mit dem Bauteil. Blinker habe ich übrigens auch schon bestellt, ist auch schon zu Hause angekommen. Habe ich halt noch nicht getauscht. Warum? Weil ich keinen Bock hatte. Der ja, dieses Seitenteil ist schon, sind zwar nur ein paar Schrauben, aber irgendwie unten ist auch was verschraubt, ganz komisch. Aber Blinker ist nächstes Ziel. Seitenteil an sich kannst vergessen. Kannst komplett vergessen. Dadurch, dass ich ja diese tolle Anniversary Edition oder so habe von dem Bike. Könnt ihr auch schneller fahren oder so? Oder chillen wir heute einfach alle? Es muss ja niemand zur Arbeit um die Uhrzeit, ne? Beim Seitenteil war ich stehen geblieben. Ich lasse mich so leicht ablenken. Nee, das ist gar nicht gut, Mann. Struktur des Videos einfach gar nicht vorhanden. Oh. Oh. Mensch, es passiert ja doch ein bisschen mehr auf dem Ring als erwartet. Ich dachte, ich kann hier in Ruhe reden. So, jetzt ziehe ich aber durch das Seitenteil. Dadurch, dass ich diese 10 oder 20 Jahre Anniversary Edition habe, habe ich ja diese Sticker und alles drauf. Kannst vergessen, dass du das findest, Diggi. Bietet keiner an. Und dann dachte ich mir kurz, ich hole mir komplett Verkleidung, also alles. Kriegst du für 400-500 € schon auf eBay. Das Problem ist, der Tag, den müsste man lackieren dann. Dann habe ich mir überlegt, ich mache einfach eine Ninja Harlequin, sage ich einfach mal jetzt dazu. Also für alle, die es kennen, ich blende ihn hier mal ein. Ich glaube, Golf war das, Golf oder Polo Harlequin, wo halt jedes Bauteil eine andere Farbe hatte. Und dann dachte ich auch, meine Ninja zu machen. Einfach einmal blau, schwarz, weiß, rot, orange gab es die, glaube ich, auch noch, oder? Auf jeden Fall, die Farben, die ich gerade aufgezählt habe, die gab es safe alle. Nur einfach jedes Bauteil eine andere Farbe und da muss ich den Tank auch nicht lackieren, dann lasse ich den grün. Vielleicht kommt das noch, vielleicht, wer weiß. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen, YouTube. Ich war die ganze letzte Woche zu Hause, ich habe gar nichts gemacht, je. Wenn das mein Chef hört, dann rastet der eh wieder komplett aus. Das Problem daran ist, dass ich nichts gemacht habe. Ich habe halt wirklich gar nichts gemacht. Ich habe auch nicht Homeoffice oder so gemacht, was für mich so viel bedeutet, wie ich muss jetzt alles nachholen. Es ist gar nicht gut, weil ich die Woche null Zeit habe. Aber ja, nichts gemacht, dann gibt es auch nichts zu berichten. Also Bruder, ich saß wirklich den ganzen Tag nur zu Hause. Hab nur gechillt, Digga. Hab irgendwas auf dem PC gezockt und das war's. Jetzt könnte man natürlich sagen, wieso hast du da kein Video aufgenommen? Münchner Wetter, Digga. Eigentlich
Eigentlich wollte ich gestern euch mitnehmen, um euch zu zeigen, wie ich das Teil da unten austausche. Ich habe die Cam vergessen. Boah, war ich da salzig. Aber ich hätte es nur gestern machen können und dann halt auf eine unbestimmte Zeit hätte ich keine Zeit gehabt, sagt man das so. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich zieh durch ohne euch. Es tut mir sehr leid. Es wäre aber eh nicht schön geendet, Digga, weil ich habe ohne Helm geschnauft, Digga, weil du dich da hinknien musst. Ich natürlich keine Unterlage geholt, Junge, meine Knie tun heute noch weh. Aber dann musst du da irgendwas aufdrehen und, Bruder, die Schrauben reindrehen war halt auch absoluter Krampf, weil ihr müsst euch vorstellen, ich müsst euch das jetzt unten zeigen. Auf jeden Fall, um die Schraube reinzudrehen, muss die Bremse betätigt sein. Jetzt musst du mit einer Hand die Bremse so reindrücken, dass die Bohrlöcher genau übereinander sind, damit der anderen Hand die Schrauben reinballern. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Wer auch immer bei Kawasaki die Schrauben reingedreht hat. Bro, an der Stelle einfach danke, dass du die zuballerst, als ob man die nie wieder öffnen soll, Digga. Hey, wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr Bescheid. Daumen hoch, abonnieren, dies, das, Ananas. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, damit ich eure Kommentare in Zukunft gekonnt ignorieren kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Yalla.